Die Idee zur Entwicklung der Concept 4D-Orthese ist im interdisziplinären Dialog mit Dr. Bahm in Aachen entstanden. Er ist Leiter der Plexuschirurgie am Uniklinikum Aachen. Und der Dr. Bahm ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Mensch, es gibt so wenig gute Hilfsmittel für die Kinder mit Plexusparese. Jetzt muss man wissen, Kinder mit Plexusparese oder geburtsassoziierter Plexusparese, das sind Verletzungen, die bei der Geburt entstehen. Da wird ein Nervengeflecht verletzt an der Schulter, das letztendlich auch zu motorischen Ausfällen an der oberen Extremität führt. Bei den Kindern mit geburtstraumatischer Plexusläsion ist die häufigste Sekundärfolge die Innenrotationsfehlstellung der Schulter. Um diese durch eine langfristige Positionierung zu verbessern, sind wir an die Firma Polic herangetreten, um entsprechend unseres Außenrotationsgipses, den wir mitunter postoperativ einsetzen, eine verlässliche Lösung in Form einer Orthese zu entwickeln, die genau die Stellung mit angelegten Oberarm und außenrotierten Unterarm reproduziert und kindgerecht hält. Und wir haben uns dann letztendlich zusammengesetzt und haben das Thema erstmal aufgearbeitet gemeinsam, um die Anforderungen an die Technik unsererseits zu formulieren, um letztendlich ein geeignetes Hilfsmittel weiterzuentwickeln. Wir haben das dann bei uns im Haus an die angewandte Forschung und Entwicklung transportiert. Das ist bei uns eine Abteilung, die sich tatsächlich mit den Anforderungen aus dem Alltagsleben der Orthopädietechnik auseinandersetzt. Die Anforderungen, die an uns herangetragen worden sind, waren, es muss der Oberarm in einer bestimmten Position zum Oberkörper stehen und darf sich nicht weiter bewegen und muss aber eine Außenrotation nur durchgeführt werden von der Orthese mit einer bestimmten Kraft, mit einem bestimmten Winkel und zusätzlich nur im Unterarm die Möglichkeit einer Supination nur gegeben sein. Entweder dynamisch oder starr eingestellt, der Unterarm. Und das Ellenbogengelenk soll nur beweglich sein. Das heißt, von der Hand her, es muss fast jede Bewegung, die der Arm machen kann, muss nur möglich sein, muss mit Kraft, mit einer Vorspannung verstärkt werden, aber der Oberarm muss immer an der gleichen Position bleiben. Das waren so die Anforderungen. Die Orthese soll eine möglichst physiologische Stellung des Armes begünstigen und erzeugen und soll dann entweder begleiten zu operativen nervenchirurgischen Maßnahmen oder auch konservativ zur Förderung der richtigen Stellung eine Stellung bei dem betroffenen Kind realisieren, um Dehnungen und vor allem auch um physiologisch normale Positionen im Arm zu fördern, damit die Nerven entsprechenden Input bekommen. Gerade bei einem Nerventransfer, wenn der operativ durchgeführt wurde, wissen wir, dass die Zeit, bis der Nerv regeneriert und wieder einsprost, wieder einwächst, eine relativ lange Zeit ist. Und es ist dann natürlich günstig, wenn man die Position des Armes in einer richtigen Stellung während dieses Einwachsens unterstützt. Entsprechend ist natürlich auch die Concept 4D-Orthese ein Hilfsmittel, was schwerpunktmäßig in der Nacht getragen wird, stundenweise bei kleineren Kindern durchaus auch am Tag. Was ist das Besondere an der Concept 4D-Orthese? Zunächst mal haben wir uns hier den 3D-Druck zu Nutzen gemacht. Die Hauptvorteile vom 3D-Druck, die wir hier nutzen können, ist einmal die Atmungsaktivität. Das ist mit klassischem Plattenmaterial tiefgezogen, wäre sehr unatmungsaktiv. Und die einzige Möglichkeit, die man da hätte, wäre mit dem Akkuschrauber ganz viele Löcher reinbohren. Das schaut nicht schön aus, das ist viel Arbeit. Das ist mal der eine Vorteil. Und der andere Vorteil vom 3D-Druck, den wir uns hier zunutze machen, ist, dass wir die Konstruktion sehr leicht gestalten können. Das ist gerade bei Kindern mit neuromuskulären Defiziten ein großes Thema. Die Orthesen dürfen nicht schwer sein. Die haben aufgrund der Kraftminderung und aufgrund der nervalen Ausfälle nicht die Kräfte, die ein normales Kind hat. Und da ist es durchaus auch sehr wichtig, dass die Orthesen nicht zu schwer werden.
Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich von der Concept 4D-Orthese sehr begeistert, weil sie getragen wird. Das ist für uns mal das wichtigste Faktum. Die beste Orthese mit den besten Wirkungen kommt nicht zum Erfolg, wenn es die Kinder nicht anziehen. Die Möglichkeit, dass wir die Orthese A leicht und luftig gestalten können durch die Konstruktion, auch bunt machen können über die Einfärbung, schafft bei den Kindern eine große Akzeptanz und letztendlich auch ein Tragen der Orthese. Wir haben bis dato ca. 30, 35 Versorgungen durchgeführt mit diesem Orthesensystem und haben hier sehr positive Resonanz von den Eltern, aber auch von den Kindern selbst erhalten. Und das ist das, was mich am meisten beflügelt, wenn dann solche Orthesen auch tatsächlich gut zur Anwendung kommen, weil nur dann können sie auch wirken und können letztendlich so ein Behandlungskonzept positiv unterstützen. Es ist immer schön, dass in die Augen von den Patienten zu sehen, wenn einer was Neues gut hilft. Da weiß man dann, dass man das Richtige macht, und das macht Spaß. Ja.